yeah, Elektrostadt. Moin, Muffels. Ah, der Südosten Münchens liegt unter einer grautrüben Schlechtwetterzone. Ach, es ist Samstag. Ich bin irgendwie von gestern Abend so komisch im Kopf. Und es ist keine Zeit für hochtrabende Elektronikprojekte. Aber dank Nico bin ich mit einem Paket versorgt und ich kann für euch wieder eine dieser beliebten Auspacksendungen machen. Zucker. Keine Arbeit für mich, was zu gucken für euch. Ja, bevor ich das hier auspacke, werde ich ohne weitere Erklärung noch einen schamlosen Werbeplug dazwischen knallen. Nachdem ihr gerade ist. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich kannte die Firma bis heute noch nicht mal. Aber ich möchte euch mal hinweisen auf den Pegasus Spieleverlag. Ich selber kann zwar überhaupt nichts mit dem ganzen Analogspielezeug anfangen. Ich bin mehr so der Killerspieldaddler. Aber soll ja unter euch Nerds ein paar geben, die auf sowas abgehen. Ja? Und ihr könnt ja mal gucken, ob die irgendwas Vernünftiges haben. Schaut euch einfach mal die Website an. Schreibt meinetwegen in die Kommentare, ob das Zeug was taugt. Ich wollte nur mal darauf hingewiesen haben, dass es die gibt und whatever. Ja. Nach dieser schamlosen kleinen Werbeunterbrechung des üblichen Erzählflusses kommen wir zu diesem Paket, das Nico geschickt hat. Und mit dem geliebten und ungeeigneten Werkzeug. Ja, sehr viel besser wäre hier eigentlich ja, ne? Ein Schwert. Öffnen wir diese liebevoll mit rotem Klebeband dekorierte Verpackung und werfen einen Blick ins Innere. Wir finden hier auf jeden Fall einen wichtigen Hinweis. Zuerst die Tüten. Nico, ob du in Amsterdam bist oder hier, immer erst die Tüten. Also nicht das Papier hier. Nicht diese Dinge, die er hier so reingelegt hat. Das Papier hier. Ich sehe schon bei näherem Hinblicken beim Auspacken gleich, werdet ihr merken, wie ich da hingekommen bin mit dem Werbedings. Man hat sich keine Mühe gegeben, eine gewisse Assoziation zu dem Laden zu verstecken. Also okay, ich habe Kram von dem geschenkt bekommen und ja. Schauen wir doch mal als erstes, was sich in dieser wunderbaren Tüte hier befindet. Wir haben hier ein Fläschchen 5 Minuten Epoxyharz. Härter. Das ist was, damit ich wieder meine Finger an irgendwas festmachen kann. Also genau genommen, das hier ist das Harz und das hier ist der Härter. Wir haben also als allererstes die Tüte mit dem Harz ausgepackt. Ein guter Tag. Tüte leer, Tüte weg. Eine weitere Tüte. Ich habe was Klebriges an den Fingern. Ich habe ja gesagt, ich schaff's noch. Bubble Wrap mit Metallbeschichtung. Um bei der Analogie zu bleiben, knallt nicht gut. Und ein Kabel. Bei Google Plus gibt es so ein Hashtag, wer es noch kennt. Sowas schon mal gesehen? Ja? Kennt ihr das? Also wenn ihr in ungefähr meinem Alter seid, dann kennt ihr das. Das ist ein Lautsprecherkabel aus grauer Vorzeit, als Opa noch seine Platte spielen durfte weihnachtens. Ich fand das Bubble Wrap irgendwie geil. Ich habe klebrige Finger von der Epoxyharz. Tüte. Zum Glück kann ich heutzutage ja sagen hier Tüte und so, weil die Jugendlichen fahren ja, wie wir durch eine gewisse Frau Petschke-Langer wissen, sowieso nur noch auf E-Shishas mit Tabakgeschmack ab. Insofern kann das hier gar nicht die Jugend versorgen, was ich auf keinen Fall will. Das ist viel Papier. Es handelt sich hierbei um eine berüchtigte japanische Waffe,
durch diese Ösen hier werden kleine Ketten gezogen und dann werden diese Sachen hier an den Ohren befestigt. Da man dann immer den Kopf schüttelt angesichts dessen, was man tagsüber in den Nachrichten hört. Dann schwirren durch die Gegend und machen die Gegner platt. Alternativ kann man es, glaube ich, auch auf einen Quadcopter schrauben. Ich habe noch nie solche einzelnen Blades hier gesehen. Ich glaube, ich muss mal recherchieren, was es damit auf sich hat. Aber die sehen schön scharf aus, schön spitz, Carbonmaterial. Ich glaube, dass diejenigen unter euch, die sich mit dem Copterkram besser auskennen, an der Stelle sagen, boah, das ist geil. Ich sag noch... ja! Gut. Ah. Ich denke, sowas habt ihr schon mal gesehen. Lüfter. Sunon-Lüfter, also ganz besonders leise Industrielüfter, die... Naja, Disaster Area. 12 Volt, 0,8 Watt. Ja, ne, der kommt in den Lüfterbestand. Ich könnte nicht behaupten, dass ich von denen zu wenige habe, aber man kann ja nicht zu viel haben. Ein Festplattenmotor. Ich vermute, da hat jemand entweder mein Video über Drehgeber aus Festplattenmotoren gesehen oder er hat sich gedacht, sowas müsste ich eigentlich mal machen. Das ist einer mit den vier Anschlüssen, ein bisschen frickeliger anzusteuern. Kriege ich aber alles hin. Ja, so ein schöner Festplattenmotor mit Stahlring. Eine Feder mit einem darüber gezogenen Stück Schrumpfschlauch. Wir haben jetzt die Tüten, ja, die haben wir geschafft. Jetzt kümmern wir uns, und dazu fällt mir kein dummes Wortspiel ein, um die Kistchen. Eine Kiste mit einem Kabel, das rauskommt. Wir sehen hier auch noch einen Netzteilanschluss. Was könnte das sein? Unmöglich denkbar, dass es sich dabei um ein modifiziertes Netzteil halten könnte. Das kann einfach nicht sein. Ich bin mir sicher, das kriegt man auch auf. Irgendwie. Der letzte Aufkriegversuch hatte offensichtlich mit Gewalt zu tun, wenn ich mir das anschaue. Also das, was drin steckt, sieht immer noch nach Netzteil aus. Ich gehe also einfach mal davon aus, dass hier ein Netzteil aufgemacht und ein defektes Kabel durch was besser für irgendeinen Zweck geeignetes ersetzt wurde. Der Aufkleber ist leider weg. Keine Ahnung, wie viel Leistung dahinter steckt. Eine Handytasche oder sowas ähnliches. Die sind ja im Zweifelsfall... Nee, warte mal, das Material, das kommt mir doch vertraut vor. Ich glaube, also entweder ist es eine Handytasche oder es ist so eine feuerfeste Tasche zum Laden von Akkus. Aber das würde irgendwo draufstehen. Also es ist wahrscheinlich eine alte Handytasche, in die man irgendwelche Instrumente reinpacken kann. Oh, schön. Ein Servomotor. Ja gut, eins von den Teilen ist abgebrochen, aber das ist egal. Solange man oben noch die Schraube hat und man irgendwas drauf machen kann, ist ein Servo ein Servo. Das ist ganz geil. Ich wollte immer mal mit einem Servo rumspielen, habe aber keine. Vielleicht kann ich das ja irgendwie kombinieren. Ich habe gerade eine coole Idee, die in dieses Sensorikum des Dr. Zauberpony-Folges mit reinschlägt. Ich wüsste was mit einem... Ja, hier übrigens noch ein Servo, ne? Der ist ein bisschen größer. Hat sogar ein echtes CE-Zeichen drauf und kein China Export. Und es ist ein Carson CX6. Da müsste ich jetzt auch erstmal recherchieren, was der genau kann. 6 Kilogramm steht drauf. Also ich glaube, das ist ein Servo, den ich benutzen kann, um mal richtig was zu tun. Ja, und das hier kennen wir alle, ne? Das ist ein Brushless-Motor mit den üblichen drei Anschlüssen. Sehr schöne dicke Kabel und Stecker drauf, sieht sehr ordentlich gemacht aus. Und sowas ist natürlich ja für den Antrieb von Modellautos oder Quadcoptern oder sowas gedacht. Ne? Das ist im Prinzip sowas hier. Ne? Die Tasche finde ich übrigens total gut, weil ich glaube, gleich wieder. In der Tat. Es handelt sich um eine geeignete E-Zigarettentasche für eine EWIG VTC mit einem aufgestaubten Subtank Mini. Hier.
Das ist doch geil, Tasche. Bevor ich auf die letzten beiden hier komme, die da noch drin sind, schauen wir erstmal, was das war, was ich vorhin noch versteckt habe. Da haben wir einmal eine Samsung-Fernbedienung. Oh Gott, ist das verstörend. Die hat ein Internet Explorer-Symbol oben drauf. Eieieiei. Keine Batterien mehr drin. Ja, lieber Nico, Fernbedienung, ne, habe ich genug. Dann ein ganz besonders seltenes Bauteil, VGA-Kabel. Wer es noch kennt, ne, Kinders? Und ihr dachtet immer schon, DVI sind die alten Stecker, wa? Ziemlich lang, gut geschirmt, schönes Kabel. Ja, offen gestanden, keine Ahnung, ob ich dafür nochmal Verwendung habe. Aber rein theoretisch stehen noch zwei VGA-Monitore rum. Und das ist natürlich hochwertiges Kabelmaterial mit einer guten Schirmung. Kann man wahrscheinlich auch für irgendwelche anderen Übertragungszwecke mal benutzen, falls man mal was mit Kabeln macht. Außerdem liebevoll mit zweifarbigen Kabelbindern, Verkabelbindern. Ne? Das ist ja so. Achtet jemand aufs Detail. Dann haben wir hier eine Kartonplatte. Und das hier sind zumindest Verpackungen von Akkus. Schauen wir doch mal, ob auch Akkus drin sind. Klebt auch ein bisschen. Irgendjemand hat mit seinem Epoxy geschlotzt, glaube ich. Das scheint mir tatsächlich hier aus der Flasche vom Herd auszutreten. Da muss ich also ein bisschen vorsichtig mit sein. Naja, es kommt aus der Flasche vom Herd. Das Zeug ist bestimmt nicht gesund, deswegen Isopropanol. Ah ja, wird gleich schön glitschig. Und schon sind die Finger sauber. Und das Fläschchen auch. Oh, ich habe mich irgendwo geschnitten. Cool. Ja, besser so. Dann schauen wir mal. Ja, da ist drin, was draufsteht. Oh, da habe ich jetzt aber Bedenken. Also offensichtlich ein Lithium-Ionen-Akku und an sich auch hier gut mit Schrumpfschläuchen die Kontakte abgedengelt. Cool auch diese kleinen Schieber hier zum Aufkleben, wo man machen kann, ob sie voll sind oder leer, die habe ich auch. Aber was auffällt, wenn man sich den anschaut, der sieht mir etwas gebläht aus. Der ist nicht mehr ganz to spec, behaupte ich mal so. Da wäre ich vorsichtig. Also Nico nimmt es mir nicht übel, aber die Akkus bei Lithium-Polymer bin ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Aber cooler Nebeneffekt wie bei den Katzen. Ja, kannst kaufen, was du willst. Spielen eh am liebsten mit dem Karton. Ich finde die Kartons ganz gut, gerade hier mit den Schaumstoffeinlagen. Die werde ich mir aufheben. Und hier haben wir noch so eine Packung. Da können wir jetzt mal vermuten, was drin ist. Noch ein Lipo und auch der, ja, wenn man da mal so genau schaut, der macht auf mich echt einen geblähten Eindruck. Man kann es zwar runterdrücken, also ich weiß nicht, ob es eventuell nur das Plastik ist, aber wie gesagt, Lipos, ey, da bin ich so skeptisch. Ne? Ist auch schon leicht verletzt worden. Die beiden werden fachgerecht entsorgt, sage ich mal so. Außer wenn du noch Halt schreist, lieber Nico, und mir sagst, um Gottes Willen, nein, 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 die müssen so sein, das ist irgendwie, habe ich selber gewickelt, Schutzschicht oder so. Also ich lege sie nochmal 2-3 Tage in meine Kiste, aber bis dahin, ne. Aber noch so eine schöne kleine Kartonverpackung hier. Gut. Ich würde mal so sagen, die Hauptteile dieses Mals, ne, also sind für mich persönlich die Servos. Weil Servos sind total geil. Der Heckendorn verwendet die dauernd und irgendwas fällt mir für die auch noch ein. Und so ein Brushless-Motor ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, klar, und Epoxy, ja, kann man immer mal gebrauchen, kommt definitiv auch in die Kleberkiste. Andere Sachen, ja, müssen wir schauen. Cool. Das war das heutige Unboxing einer Box, die mir jemand zugeboxt hat. Beim nächsten Mal geht es wieder ein bisschen mehr zur Sache. Ich habe nämlich neulich hier beim Birklin eingekauft. Und was sind das hier? Das sind Operationsverstärker. Und mit den Operationsverstärkern gibt es demnächst mal wieder so eine Folge, die irgendwo in der Mitte zwischen Erklärbär, Baubär und Experimentierbär bärt. Und wo wir tatsächlich auch so ein bisschen was mit Elektronik machen. Ich überlege gerade, es könnte sein, dass bei dem Projekt, das da am Ende ist, vielleicht sogar der Lüfter zum Einsatz kommt. Ich fürchte, zu den Servos würde mir nichts einfallen, aber vielleicht fürs Epoxy. Gut,
Ich räume das jetzt erstmal alles hier schön weg, bedanke mich nochmal bei Nico und ja, dann gehe ich ins Wochenende mit Killerspielen, jugendgefährlichem elektrischen Dampf und eventuell dem einen oder anderen Bierchen am Abend. Ja, müssen wir mal schauen. Und wir sehen uns wieder, wenn ich die hier verbaue. Bis dahin, tschüssing. Schickt er mir ein ernstes Epoxy? Ich glaube, der will mich umbringen. Oder dafür sorgen, dass dann meine Frau sich von mir trennt. Oder sich nie wieder von mir trennen kann, weil ich es an mir festkriege. Leute, gibt's.